Ich habe mich neulich so ein bisschen auf YouTube umgesehen und versucht, irgendwelche coolen Quizshow-Momente zu finden für eine neue Folge Geheidert. Und da bin ich auf einen unfassbar untergegangenen Nostalgie-Schatz gestoßen. Wie nostalgisch? So nostalgisch, dass wir heute auf Geheidert scheißen und stattdessen das hier machen. Hydrated! Heißgeliebte Pansen und Pansinchen, bereits vor Familienduell, Wer wird Millionär und der Erfindung der mechanischen Giraffe gab es etwas, was die Massen messiasartig in seinen Bann ziehen konnte. Ruckzuck, angeführt von dem Moderations-Olymp entstiegenen, pornösen, dreifach gebügelten Werner fucking Schulze Erdl, musste sich ein fünfköpfiges Kandidatenteam ein gesuchtes Wort umschreiben, ohne natürlich das jeweilige Wort zu nennen. Und oh mein Gott, liebe Kinder, es war spannender als Nackt-Urin-Fußball in einem Elektrizitätswerk zu spielen. Und da lange Rede gar keinen Sinn, ich bin da auf eine fantastische Gruppe gestoßen. Sven, der Hartz-IV Mark Wahlberg. Thomas, der Schönling. Delle, der... Warte mal, Delle? Wie im Auto? Okay, in den 80ern hatten wir alle Namen wie Delle, Rosti, Stali oder Auspuff-Reini. Also nochmal. Delle, der Nerd. Peter, der stille, religiöse Typ, der zum Schluss durchdreht. Dramatisiert muss die Stimme. Und Olaf, der... Oh, Olaf. Zu Olaf kommen wir noch. Und da ist er auch schon. Die wandelnde Lustmuskete, der Künstler aus Münster, die mündlich masturbierende Moderationsmaschine Werner Schulze Erdl. Jedenfalls hatten diese fünf wunderbaren Recken, ich nenne sie jetzt mal die Ruckzuck-Cringe-Buben, einen echt guten Lauf, wurden mehrfach Champions und es macht einfach unglaublich Spaß, ihnen zuzusehen. Kopfhörer auf! Max, Mäuschen still. Keine Gesten und Geräusche für dich, fürs Publikum. Ein Begriff bleibt übrig. Stopp! Warum packt Werner den guten Peter am Arm, als hätte er einen Kaufhausdieb erwischt? Und warum starrt Peter dabei in die Regie, als würde er sagen, oh ja, ich hab das scheiß Kaufhaus überfallen und in 5 Minuten werde ich euch und alle, die ihr lieb habt, anzünden. Und ihr seid völlig wehrlos. Vorsicht, dieser Begriff heißt Angel. 40 Sekunden Zeit, Ruck, Zuck. Damit fängst du Fische, die... Olaf, meine Damen und Herren. Olaf. Netz. Aber natürlich, lieber Olaf, denn Fische fängst du mit die Netz. Wer kennt sie nicht? Die typischen Bauernweisheiten wie, da hast du dir aber eine hübsche Frau genetzt, wir sind weltweit verangelt oder auch, ich wurde gestern ordentlich in die Netz genommen. Netz, Angel. Ja, das zweite, Angel. Ja, ja. Einmal richtig. Olaf, nimm dir die Zeit. Geh so ein bisschen in dich, denk über alles und insbesondere dein Leben nach. Es ist ja kein Zeitdruck vorhanden, ne? Einen Karpfen bekommen. Richtig, lieber Olaf. Im Volksmund bedeutet einen Karpfen bekommen meist Angel. Des Weiteren wird diese Metapher auch landläufig in Sätzen verwendet wie nach dem Hotdog-Wettessen habe ich erst mal 3 Stunden auf dem Scheißhaus einen Karpfen bekommen, sowie bei der Geburt war der kleine Florian H. so hässlich, man hätte meinen können, seine Mutter hätte einen Karpfen bekommen. Weihnachten. Weihnachten. Richtig, Sven. Dein Weihnachten fängst du dir auch in diesem Jahr mit einer Angel. Angel. Zweimal richtig. Der alte Mann und das Meer. Aber natürlich, Sven. Ernest Hemingways quietschfideler Hochseeklamauk, der alte Mann und das Angel, erfreut sich neben Günter Grass Meisterwerk die Blechbongo auch heute noch größter Beliebtheit. Angel. Ja. Ja. Mit 20 Punkten seid ihr im Finale. Ach,
Leider muss man sich trennen. Das ist übrigens das gegnerische Team. Die bekommen jetzt einen Trostpreis. Er ist allen ein Geschenk. Für Spannung sorgt ab sofort dieses Spiel. Witzige Unterhaltung mit dem Namen Ruckzuck aus dem Hause Mattel. Übersetzt bedeutet das ungefähr: Ihr habt versagt, ihr Pissnaken, aber damit ihr auch nie vergesst, wie scheiße ihr wart, drücken wir es euch noch so richtig rein. Zumindest könnt ihr dann daheim ein bisschen üben, auch wenn ihr nie wieder eingeladen werdet. Ihr Ficker. Ihr wart prima. 4.800 Mark immerhin gewonnen. Caro, aber auch einer verloren, muss ich verabschieden, Vereinigung. Tschüss. Alter, Werner ist so eine Moderationsmaschine, dass er sogar das Mikrofon wieder dichtet, während er redet, sich verabschiedet und eigentlich schon wieder weggeht. Männer, Gott, ab ins Raumschiff, ab ins Finale. Wir fliegen ins Finale mit dem Raumschiff Enterprise und Werner. Im Raumschiff einen Meter hüpfen oder ins All? Kopfhörer auf. Mal sehen. Ja, ich muss ja ein bisschen locken, die Raumschiffsbesatzung. Sprechen noch diese Sprache. Und was hast du jetzt? Im Finale muss dann immer einer von den IQ-Prinzen vier Dinge nennen, die er mit einem bestimmten Begriff assoziiert, die die anderen dann erraten müssen. Peter grinst zwar so, als hätte er gerade Werner Schulze-Erdels Penisring auf dem Kärtchen gesehen, aber der Begriff ist dann doch ein anderer. Bäckerei. In der Bäckerei gibt es Brot. Ja gut, also in Bayern gibt's ja bloß Semmeln und Rossiers beim Bäcker. Aber Spott beiseite, denn Hartz IV Mark Wahlberg rasiert gleich alles. Brot. Brötchen. Brötchen. Kuchen. Kuchen. Und noch eine leckere Torte. Ruckzuck die Kopfhörer ab und nach vorne. Es geht um 2.800 Mark. Es müssen alle vier Wörter genauso genannt werden, wie es gesagt hat. 20 Sekunden insgesamt Zeit. Ruckzuck. Brot, Brote, Brötchen, Kuchen, Torten, Torte. War schon alles. Gratulation, meine lieben Ruckzuck-Cringe-Buben. Und in der nächsten Sendung kommt es dann zu dieser Vorstellungsrunde. Ich bin der Sven und ich tue es dienstags und freitags. Moment mal. Da geht's ums Bumsen, oder? Ich bin der Thomas und ich mach's fast jeden Tag. Ja, freilich, wenn's der Thomas jeden Tag macht, dann geht's da natürlich ums Bumsen. Ich bin Delle und ich tue es im Moment seltener. Ja, geht ums Bumsen, jetzt ist sicher. Ich bin Peter und ich habe es früher oft gemacht. Ja, Moment. Geht jetzt vielleicht doch um einen Ritualmord? Ich bin der Olaf und ich spiele auch gern Tischtennis. Olaf! Nicht schlecht! Nicht schlecht, Olaf. Weiter so. Ruck, zuck. Unter der Erde ist die tiefe Teil der Pflanze. Wurzel. Olaf, sauber. Einmal richtig. Olaf, bitte, versau das jetzt nicht, bitte. Die Punkt aus 9 ist 3. Wurzel. Der Olaf, Ehrenbrudi. Schön laut, aber zweimal richtig. Die Schwarz. Klinik bald. Aber natürlich, Thomas. Bereits in den 80ern wurde die legendäre Schwarzklinik Wald zum Welterfolg mit Stars wie Klaus Würgen Juso als Professor Brink Klausmann, Sascha Händelmeier als Dr. Olaf von Sinnen und David Hasselhoff als kaputter Burger. Tot? Aber natürlich, Was? Tot? What the fuck, Thomas? Karotte. Morübe? Schwarz. Tief. Wurzel. Ja! 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 So. Auf einmal mit 18 Punkten sind Sie im Finale. Schwingt ein um 4.800 Mark. Ja, was soll ich sagen? Die Jungs haben einen Lauf, auch hier in der nächsten Runde. Ruck, zuck. Geschmack auf der Zunge. Ein Punkt. Damit leckst du Zunge? Ja. Zwei Punkte. Bitte auf der Zunge. Ja. Aber weil der ewige Erfolg ja auf Dauer langweilig wäre, beschließt Olaf, sein Beschreibungsgame abzusteppen. Drei Punkte. Okay, es handelt sich immer noch um Olaf, also geht er erstmal in sich. Aber passt jetzt mal genau auf. Punkt Ragout. Fleisch, Rind. Und dann in der Fresse. Punkt Ragu und dann in der Fresse. Ja, also so spontan wäre jetzt meine Antwort Irrenanstalt. Olaf, Irrenanstalt. Heiß,
In Käse. Okay, jetzt wird's eng, aber Olaf wäre nicht Olaf, wenn er nicht eine bessere Beschreibung am Start hätte. In der Fresse, Punkt, Punkt, Ragout. Aber natürlich, Olaf, denn wer kennt es nicht, das alte Volkslied in der Fresse, Zunge, Ragout, neben das Wandern ist des Müller Schweinefilet und ach du meine Fresse, lieber Augustin, ist dies eines der bekanntesten. Alle meine Entchen braten, wo soll das noch hinführen? Zunge. Ja! Ja. Aber augenscheinlich kennt Harzi Marx seinen Olaf besser als seine eigene Frestentasche und führt die Jungs zum Sieg. Bravo, meine Ruckzuck-Grinch-Buben! Und das war tatsächlich schon das ganze Video, das ich gefunden habe, bis ich kurz danach auf Teil 2 der Ruckzuck-Grinch-Buben-Reihe gestoßen bin. Wenn ihr Bock habt auf einen zweiten Teil, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Oder Olaf möge euch auf ewig heimsuchen. Das war's von mir. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ihr Lust habt, hört gerne in den Brainpain-Podcast rein. Den Link gibt's in der Beschreibung, ebenso für Twitch, weil da streame ich ab und zu regelmäßig. Und vergesst niemals, nur der Olaf steht stumm in Schulze Erdels Ecke rum. Macht es gut. Bis bald und Heider! Au!